Hallo und willkommen bei Muskelwaiter. Ja, ich bin heute in Deutschland und zwar habe ich mir ein kleines Mitbringsel aus dem Urlaub mitgebracht. Ich war ja vor kurzem für ein paar Tage oben im Norden. Auch wenn der Urlaub nicht ganz so verlaufen ist, wie ich mir das erhofft hatte, so habe ich es mir nicht nehmen lassen, mir etwas mitzubringen. In einem gut sortierten Supermarkt bin ich fündig geworden. Ich schaue immer mal ganz gerne in irgendwelchen Supermärkten und Getränkemärkten, ob es da irgendwie Spannendes gibt, egal ob es alte Abfüllungen sind, Sonderangebote oder eben lokale Sachen. Ja, und ich bin auf diesen Kollegen hier gestoßen. Was haben wir hier? Wir haben einen Störtebäcker oder Störtebäcker. Ich weiß ehrlich nicht, wie man das ausspricht. Ich bin nicht so der Bierexperte. Ich sage jetzt einfach mal Störtebäcker. Single Malt Whisky mit 3 Jahren Alter. Eine massive Verpackung. War der letzte, deswegen habe ich auch nicht lange überlegt. 40 € hat er gekostet, habe ich mitgenommen. Und jetzt schauen wir mal. Es wirkt echt wuchtig, ne? Es ist eine große Verpackung, es macht was her. Störtebeker ist ja auch ein leckeres Bier. Da habe ich gedacht, gucken, ob die auch leckeren Whisky machen. Und eigentlich habe ich gedacht, wer gutes Bier macht, kann keinen schlechten Whisky machen. Weil zumindest einen Teil des Herstellungsprozesses beherrschen sie ja auf jeden Fall schon mal. So. Also neben diesem massiven Karton sieht die Flasche doch echt winzig aus. Und das habe ich dann, als ich den dann im Hotel ausgepackt habe, gemerkt, ach ja, das ist ja eine 0,5er Flasche. Und dazu gibt es so ein wunderschönes Störtebeker Tumblerglas. Und wenn die Brennerei uns schon sagt, womit wir den verkosten sollen, dann machen wir das natürlich auch. Aber ich denke, ich werde mir gleich trotzdem auch mal einen Glencairn nehmen, um einfach auch was riechen zu können. Ja, hier ist so ein Schiffsfähnchen dran. Ich muss gestehen, ich komme nicht von der See, daher kenne ich mich damit nicht aus. Ich hätte den Jeremy fragen sollen. Der kennt sich bestimmt damit aus und weiß, wie man das Ding nennt. Ansonsten, wenn ihr das wisst, haut's gerne mal in die Kommentare. Was ich cool finde, und das muss ich ehrlich sagen, ich finde es cool, dass die bei 3 Jahren sich trauen, eine Altersangabe draufzuschreiben. Das finde ich mega. Ja, so ein bisschen aufgemacht, wie gesagt, so ein Fähnchen. Hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist so ein wunderschönes Bild eines Segelschiffes drauf. Das ist auch so ein bisschen in der Flasche drin. Also das ist haptisch sehr schön, das ist optisch sehr schön, macht was her. Hier oben ist so ein kleiner Henkel dran. Ja, wofür der sein soll, weiß ich nicht so genau. Grundsätzlich alles ganz gut. Wie gesagt, leider nur ein halber Liter, auch leider nur 40%. Was lässt sich noch dazu sagen? Er reifte 2 Jahre in französischen Limousineichenfässern. Und hat dann ein einjähriges Finish an der See bekommen in Coopers Reserve-Fässern, was immer das heißen mag. Also 3 Jahre alt, keine Ex-Bourbon-Reifung, sondern scheinbar vor allem Virgin Oak. Französische Eiche ist ja auch noch mal ein bisschen würziger. Und jetzt schauen wir mal. Na? So, schauen wir mal, was er so bringt. Ja, das. Also in einem Tumbler, das bringt nichts. Nehmen wir mal hier so ein schönes Glencairn. Also erstens, ich trinke ja nur so ein Schlückchen, weil wenn ich die ganzen Videos drehe, dann bin ich jedes Mal rotzevoll hinterher. Und zweitens kommt in einem Tumbler einfach nichts rüber. Also, das hätten sie sich schenken können. Gut, das war wirklich wenig, was ich eingeschenkt habe. Aber viel mehr wird das auch nicht. Gut. Seit 2009 beschäftigt sich die Störtebeker Braumanufaktur mit dem Destillieren und Reifen verschiedener Single Malts.
Ja, spannend. Oh, ich habe auf jeden Fall eine totale Holzigkeit. Der riecht holzig, der riecht ein bisschen bitter. Man riecht die Tannine förmlich. Und dazu hat er so eine Note. Die kann ins Alkoholische schwenken, tut sie in dem Fall noch nicht. Weil das nämlich eben so eine leichte Bitternote damit bei ist, so dunkle, holzige Aromen. Also das finde ich bei dem noch ganz angenehm. Sowas kann aber schnell umschlagen in eine alkoholische Note. Also der ist in der Nase, ist der total holzig. Man merkt, dass der vor allem in französischer Eiche gelegen hat. So ein Hauch einer Klebstoffnote. Oder das ist halt diese Kombination aus diesem Klebstoff und dieser Holzigkeit, die bei mir irgendwie nochmal so eine eigene Assoziation hochrufen, die ich aber gerade noch nicht greifen kann. Vielleicht so in Richtung Baumharz oder sowas. Holzleim könnte es sein. Jetzt kommt so ein bisschen noch Vanille und Karamell dadurch. Er wird ein bisschen cremiger. Den Alkohol merkt man nicht in der Nase, hätte mich bei 40% aber auch gewundert. Also viel mehr kommt da auch nicht. Gut, er ist halt erst 3 Jahre alt, ne? Da darf man natürlich auch nicht zu viel erwarten. Ich frage mich, warum man bewusst auf diese französische Eiche gegangen ist, anstatt auf Ex-Bourbon-Fässer, wie es eigentlich sonst fast alle tun. Es macht ihn natürlich ein bisschen aus, dass er so eine deutliche Holzigkeit hat. Aber da muss man halt auch drauf stehen, ne? Das ist halt so der Punkt. Das ist nicht so was für die breite Masse. Und dann wiederum, wenn man halt so ein Nischenklientel bedienen möchte, dann verstehe ich die 40% nicht. Vielleicht müssen die auch einfach ein paar Jahre älter werden. Zum Wohl. Auch hier deutlich holzig, ordentlich Tannine, leichte Bitterstoffe. Und ich finde, es lässt ihn ein bisschen alkoholisch wirken. Also im Geschmack fällt mir das noch deutlicher auf als in der Nase. Es kommen nicht viele Aromen rüber. Das sind Holznoten, das sind Bitterstoffe. Das ist ein bisschen Karamell, Vanille, Zitrus. Und das war's. Und das ist ein bisschen schade, weil grundsätzlich merkt man, der ist in Ordnung und die sind auf einem guten Weg.
Ich verstehe nur partout nicht diese Lagerung. Warum man nicht zum Beispiel Ex-Bourbon nimmt und noch mehr so diese Vanillearomen und sowas mitnimmt, sondern dass man einen eh schon sehr, sehr jungen Whisky, der noch sehr unreif ist, dann auch noch mit französischer Eiche, Würzigkeit und Holz versetzt. Das macht ihn natürlich. Also er ist nicht schlecht, keineswegs. Und gerade an der Nase hat er, je nachdem, wo man die Nase hinhält, auch echt schöne Punkte mit diesem Karamell-Vanille. Jetzt nichts total Spektakuläres, aber durchaus gut. Also, ich behaupte, wenn der ein paar Jahre älter ist und die vielleicht auch mal ein paar andere Fassreifungen, ich meine, sie haben ja wohl Limited Fassreifungen auf der Homepage, da habe ich jetzt aber noch nicht nachgeguckt. Ich verkoste jetzt den Kollegen hier und wenn ich dann sage, lass den mal 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt sein und lass den vielleicht mal noch ein Finish in irgendwas bekommen haben, weiß ich nicht, Weinfässer oder sonst was, dann könnte der durchaus gut sein, weil auf einem guten Weg sind die und das Grundprodukt ist auf jeden Fall nicht schlecht. Preis muss ich nicht viel zu sagen, bei 40 Euro auf einen halben Liter. Wenn ich dann 55 Euro auf eine 0,7er Flasche rechne, dann ist das verdammt viel Geld und da gibt es viel, viel bessere Whiskys für. Er ist leicht alkoholisch. Nicht total übertrieben und auch nicht großartig störend, aber im Geschmack auch. Also diese Tannine und diese Bitterstoffe, die übertragen halt sowas. So eine alkoholische Note, die ich persönlich oft bei billigem Discounter-Whisky habe. Und das wird ihm eigentlich nicht gerecht, weil das ist eigentlich so schade. Und dafür merkt man auch, dass das Grundprodukt eigentlich ganz gut ist. Ich glaube, da hat man einfach mit der Reifung noch einen Lernprozess vor sich und auch das Alter wird noch ein bisschen steigen müssen. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall spannend und ich behaupte auf einem guten Weg, gut, seit 2009 machen sie es, das sind immerhin schon 12 Jahre, bin ich mal gespannt, ob sie doch mal einen älteren als einen Dreijährigen rausbringen können. Aber Whisky ist natürlich bei Störtebeker nicht das Hauptgeschäft und damit liegt da auch nicht der Hauptfokus drauf. Von daher, ja, hoffen wir einfach mal, dass Whisky noch ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt bei denen. Sie sich noch ein bisschen mehr reinhängen, weil gerade beim Bier machen die auch echt coole Sachen und auch spannende Experimente. Und warum soll man das nicht auf den Whisky übertragen, ne? Gut. Haut mal in die Kommentare, ob ihr den schon probieren konntet und wie er euch gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren, ob ihr vielleicht auch schon welche von diesen Limited-Abfüllungen hattet und da sagen könnt, wie die so sind im Vergleich. Lasst es mich gerne mal wissen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao.